alte Kiesgrube war einer unserer Tummelplätze. Vor Jahren war hier Kies abgebaut worden, aber dann war die Sache wohl nicht mehr rentabel genug gewesen. Du, Joe, meinst du wirklich, dass diese Schinderei sich auch lohnt? Pass mal auf, wenn wir da runtersausen, wie das geht. Wir waren jung und der Traum von der Unüberwindlichkeit der eigenen Kraft war noch nicht ausgeträumt. Los, rauf, was ist? Hast du Angst? Wir können sie doch erst mal leer runterlaufen lassen, oder? Mensch, bin ich denn verrückt? Ich schieb das Ding doch nicht den Berg rauf, dass es allein wieder runterläuft. Los, rein. So, los geht's! Hey! Nicht schlecht, was? Wollen wir gleich nochmal? Ich muss nach Haus. Ja, ich auch. Aber morgen kommen wir wieder her. Mensch, haben wir einen Zacken drauf gehabt. Los, wer schneller ist. Los, ja. Ja. Wir wohnten in einer bevorzugten Gegend am Stadtrand. Mein Vater hatte eine gutgehende Anwaltspraxis in San Francisco und eine glückliche Hand in Bodenspekulationen. Alle Welt nannte mich damals Joe. Nur meine Schwester Bessie sagte Humphrey zu mir. Den Namen hatte ich sozusagen von meinem Großvater geerbt. David Humphrey van Weyden. Humphrey, wir machen einen Ausflug. Nächsten Samstag wollen wir über die Bucht nach Oakland fahren. Und dann wollen wir gleich rauf in die Berge. Wer ist das wir? Myrtle Hayes. Was, die Ziege? Sie ist keine Ziege. Von den Mädchen, die ich kenne, ist sie immer noch die netteste. Was bedeutet das schon, wenn ich so an die Mädchen denke, die du kennst? Pansara kommt auch mit und ihre Schwester Alice. Und Jessie Hilborn und Edna Crothers. Und was habt ihr vor? Wir wollen wandern und Blumen pflücken. Und irgendwo werden wir hübsch zum Mittagessen. Und wieder nach Hause gehen. Das ist auch ein Kindergartenprogramm. Ja, was möchtest du denn? Ich will so vieles. Aber das verstehst du nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Aber ich weiß, was ich nicht will. Ich will nicht spazieren gehen und Blumen pflücken. Wie sieht's mit der Schule aus? Weiß nicht. Morgen schreiben wir eine ganz wichtige Klassenarbeit. Und darf ich aufstehen? Na, geh schon. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Auf arbeiten. Kurz nach den drakonischen Reformen brach zwischen Athen und Megara ein Krieg aus. Es ging um die Insel Salamis. Die wollten also Salamis. Aber was sind die drakonischen Reformen? Muss ich mal nachschlagen. Die Reformen. Das hat er doch mal erklärt. Dass wir das Spiel letzten Samstag verloren haben. Zu blöd. Nur weil dieser Brooks mitgespielt hat. Eine Flasche ist das. Kurz nach den drakonischen Reformen. Kurz nach... Verdammt, diese blöden drakonischen Reformen. Humphrey, mach doch auf. Was willst du? Ich dachte, ich könnte vielleicht helfen. Ich bin fertig in der... Natürlich bist du fertig. Du bist ja immer fertig. Wenn du mich in Ruhe lässt, werde ich auch fertig. Das nächste Spiel müssen wir gewinnen. So gut sind die Wildcats gar nicht. Wenn wir die nicht schlagen, können wir einpacken. Aber endgültig. Kurz nach den drakonischen Reformen brach zwischen Athen und Megara ein Krieg aus. Und wenn wir jetzt Tom aufstellen? Ach so, werde ich nie fertig mit dem Mist. Also, kurz nach den drakonischen Reformen. Nach den drakonischen Reformen. Jetzt muss das mal weg, dass ich es nicht mehr sehe. Stört mich ja doch nur. Kurz nach den drakonischen Reformen brach zwischen Megara und Athen ein Krieg aus. Es ging um die Insel Salamis. Salamis. Rangoon. Shanghai, Honolulu, Manila, Hongkong, Athen und Megara. In Athen gab es die drakonischen Reformen. Was das war, da schaue ich nachher mal nach. Also meine Insel haben die sich gestritten, Athen und Megara. Das ist was Schönes, Inseln. Auf Inseln, da kommt man nur mit dem Schiff hin. Tagelang fährt man über das Meer und auf einmal sieht man die Insel. Palmen, gefährliche Riffe. Joe! Ach ja, Salamis. Nichts zu machen heute nicht. Erst muss ich mit diesem drakonischen Quatsch klarkommen. Was soll denn das? Ich kann doch nicht. Unmöglich. Jedenfalls nicht lange. Höchstens eine halbe Stunde. Was habt ihr vor? Drachen steigen lassen. Keiner konnte so gut Drachen bauen wie der alte Wong.
Er verstand etwas von Luftströmungen. Seine Drachen stiegen noch, wenn kaum Wind war, und gingen auch nicht gleich bei jeder stärkeren Böe in Fetzen. Der Himmel, an dem unsere Drachen standen, war so groß, dass ich die drakonischen Reformen völlig vergessen hatte. Erst auf dem Rückweg fielen sie mir wieder ein. Aber aus der halben Stunde war ein ganzer Nachmittag geworden. Gehen wir da durch oder lieber drumherum? Ach was, wir gehen durch. Naja, von mir aus. Los, komm schon. Wie wir da so runterstiegen, war uns nicht geheuer zumute. Wir wussten, dass wir besser den Umweg gewählt hätten. Wir gehörten nicht hierher. Dieser Teil der Stadt war uns fremd. Es war das Armenviertel von San Francisco. Der Schlund, wie wir es nannten. Hier lebten die neuen Einwanderer, die noch hofften. Und die Alten, die die Hoffnung verloren hatten, denen sich der Traum von der neuen Welt nicht erfüllt hatte. Italiener, Deutsche, Chinesen, Spanier, alle in Schmutz und Elend. Was machen wir? Ich bin froh, wenn wir hier wieder raus sind. Wir bahnten uns unseren Weg wie durch einen feindlichen Dschungel. Raus hier! Wir sind gleich raus. Wir sind mittendrin. Sieh dir die doch an. Das konnte nur Rotkohl Simpson sein, der gefürchtete Anführer einer gefürchteten Bande. Zweimal war er schon mit seiner Horde bei uns auf dem Berg erschienen und hatte Streit angefangen. Was habt ihr jetzt zu suchen? Bleibt da, wo ihr hingehört. Wir gehen ja nach Haus. Was willst du? Ich will meinen Drachen wieder haben. Dann schlagen wir uns. Wer gewinnt, kriegt ihn. Das brauche ich nicht. Der gehört mir ja. Und wenn die noch so dämlich lachen, er gehört mir trotzdem. Was? Ein Dreck gehört dir. Lass ihm doch das Ding. Kommt ja nicht drauf an. Das ist unser Drachen und den sollen sie rausrücken. Und wenn du mit ihm fertig wirst, dann fallen alle über dich her. So ein Scheiße! Scheiße, die Dorf! Die da oben! Jetzt ist Schluss hier mit dem Ding. Ich sage ja, wer gewinnt, der kriegt den. Also los, wir werden ja sehen. Rotkohl, du nimmst das Messer aus der Tasche. Das war er. Wolf Larsen oder Frisco Kid, wie sie ihn damals in seiner Welt nannten. Mal wissen, was dich das eigentlich angeht. Mach keine langen Geschichten, ich will jetzt was sehen. Na los. Sonst seid ihr morgen früh noch nicht fertig. Keine krummen Sachen, ja? Joe, Joe! Pass auf! Schmeiß den Stein weg. Will den scheiß Drachen sowieso nicht. Was ist denn jetzt mit dir? Gibst du auf? Ja, ich geb auf. Mal langsam. Erst musst du mit mir fertig werden. Wir haben ausgemacht, dass ich ihn wiederbekomme, wenn ich ihn runtergekriegt habe. Was hast du so gedacht? Ich bin der Simpson-Fuchs. Ich bin Rotkohl Simpson, sein Bruder. Hast du kapiert? Also, du weißt Bescheid. Es ist sein Bruder. Was geht mich das an? Wenn du dich mit einem von der Sippe einlässt, musst du die ganze Sippe erledigen. Sonst machen die dich fertig. Das ist doch unfair. Unfair? Aber ich da oben auf dem Berg vielleicht. Hier unten geht's anders zu. So, und jetzt macht mal. Jetzt kommt Fuchs. Ich bin Feuerwanzen Simpson. Die Familie ist erst K.O., wenn ich K.O. bin. Ist das klar? Das ist der Nächste. Wie viele Simpson gibt's denn noch? Ich muss nach Hause. Wenn eure Familie noch größer ist, dann wird's ja noch dunkel. Ich bin der Letzte und der Beste. Wenn du mich schaffst, dann kriegst du auch den Drachen. Ich kann doch den kleinen Kerl nicht. Der ist doch viel zu klein. Feuerwanzen zu klein? Ja. Wenn sie uns erwischten, würden sie uns unseren Eltern übergeben, was für Charlie, Fred und mich eine Menge Ärger bedeutet hätte. So hielten wir uns immer dicht hinter Frisco Kid. Er wusste hier am besten Bescheid. Weiter! Da durch! Los! Steht nicht so blöd rum. Setzt euch hin.
Wir müssen warten, bis es dunkel wird. Das war das erste Mal, dass ich ihn mir richtig ansehen konnte. Allein schon die Tatsache, dass er ohne großen Aufwand nur durch sein Erscheinen die Simpson-Bande in Schach gehalten hatte, war dazu geeignet, meine Neugierde zu erwecken. Er imponierte mir ungeheuer. Was glotzt du mich so an? Warum haben die alle Angst vor dir? Haben die das? Ja klar, wie machst du das? Ich mach gar nichts. Ich pass nur auf, dass mir keiner in den Wagen fährt. Warum hast du uns geholfen? Ich hab euch nicht geholfen. Doch, doch, wenn du nicht gekommen wärst, wären die alle über uns hergefallen und hätten uns fertig gemacht. Was habt ihr eigentlich hier bei uns zu suchen? Bleibt doch da oben auf eurem Berg. Bleibt doch da, wo ihr hingehört. Dann kriegt ihr wenigstens keinen Ärger. Und warum sollen wir nicht herkommen? Ihr dürft schon. Nur müsst ihr genug Kips haben und genug Saft in den Knochen. Sonst kann euch leicht was passieren. Wir warteten, bis es dunkel war, bevor wir unser Versteck verließen. Warum latscht ihr hinter mir her? Wir wollen hier raus, so schnell wie möglich. Wir sind drei. Du bist allein. Ah, sieh einer an. Der Herr vom Berg macht sich. Schon gut, ich zeige euch den Weg. Mir war die Drohung nur so rausgerutscht. Ihm aber war es selbstverständlich, dass man sich das, was man will, einfach verschaffte. Auch mit Gewalt. Geht jetzt am Bahndamm entlang bis zur Schranke. Dann sind es noch 300 Yards und ihr seid auf der Union Street. So, und jetzt könnt ihr mich mal. Hin in den Schlund. Mein ganzes Leben nicht. Ja, und das dicke Ende kommt noch, wenn wir erst zu Hause sind. Erst viel später wurde mir klar, genauso wie ich mich für Frisco Kid und seine mir fremde Welt brennend interessierte, genauso interessierte er sich für meine Welt. Mein Gott, wie siehst du denn aus? So habe ich dich ja noch nie gesehen. Was hat das zu bedeuten, junger Mann? Hä? Hast du die Sprache verloren? Nein, ich bin nur... Ne? Ich bin unten im Schlund gewesen. So siehst du auch aus. Ich nehme an, mit Schlund meinst du so eine gewisse Gegend da unten? Da unten, die Slums. Und woher hast du diesen Namen, Schlund? Der ist von mir. Nicht schlecht, der Name. Sehr passend. Zeugt von Fantasie. Hoffentlich sind dir die drakonischen Reformen im alten Athen genauso geläufig. Und die habt ihr doch gerade durchgenommen, nicht? Auch eine Sache für die Fantasie. Hier, dein Geschichtsbuch. Ich habe mir erlaubt, meine Kenntnisse ein bisschen aufzufrischen. Ich fürchte nur, dass ich den Stoff besser beherrsche als du. Naja, ich will dir jetzt keine langen Vorträge halten. Du brauchst ein Bad, ein paar Pflaster. Sehr gut sind auch kalte Kompressen. Also los, ab jetzt und schnell ins Bett. Und wundere dich nicht, wenn dir morgen alle Knochen wehtun. Nacht, Ed. Na, dann schlaf mal schön. Dass die Nacht zu kurz war und ich ziemlich unausgeschlafen und verknurrt zum Frühstück erschien, versteht sich von selbst. Wie siehst du aus, Humphrey? Was ist denn mit dir los? Nichts. Wie du aussiehst. Was ist denn passiert, Humphrey? Kannst du doch sagen. Ach, nichts. Da ich auch in der Zeitung nichts finden kann, nehme ich wirklich an, dass nichts passiert ist. Es zog mich heute noch viel weniger als sonst zur Schule. Ich war nicht im geringsten auf die Prüfungsarbeit vorbereitet. Sie konnte nur ein Reinfall werden. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Wenn es ohnehin feststand, dass ich die Prüfung nicht bestehen würde, warum sollte ich mich denn überhaupt erst der Quälerei aussetzen? Zwei Dinge hatten es mir angetan, die See- und Eisenbahnschienen. Auf beiden ging es in die Ferne, in verlockende, unbekannte Gegenden. Seit heute Nacht hatten die Schienen in meiner Gunst einen Vorsprung gewonnen. Das war der blaue. Wir waren alte Bekannte, der Blaue und ich. Wie oft hatte ich ihm schon nachgeschaut und meine Sehnsucht, meine Abenteuerlust mit ihm auf Reisen geschickt. Aber diesmal gab es einen anderen Grund. Der Gedanke, dass dieser Junge, dieser Frisco-Kid, mir etwas voraushaben sollte, ließ mich nicht mehr los. Wenn er es fertig brachte, auf den Kuhfänger der Lokomotive zu springen, musste mir das auch gelingen. Aber ich sprang nicht. Ich blieb hocken, ich hatte Angst. Und mein Respekt vor Frisco Kid wuchs ins Gigantische. Hey du, warte mal. Du kennst doch Frisco Kid.
Weißt du, wo der wohnt? Wo der wohnt, weiß ich doch nicht. Den triffst du überall. Aber manchmal siehst du den auch ein paar Wochen nicht. Aber jeder wohnt doch irgendwo. Nee, viele sind mal da und dann sind sie wieder woanders. Irgendwo. Hat er denn keine Freunde? Nee, der gehört keiner Bande an. Ich muss jetzt abziehen. Ich würde in Johnny Haynolds seinen Laden mal anschauen. Da ist er ziemlich oft. In Johnny Haynolds seinen Laden? Na, die Kneipe unten am Fischereihaufen. Johnny Haynolds, eine Schnapsbude. Vielleicht hast du da Glück. Nicht einen Cent hätte ich auf die Richtigkeit seiner Auskunft gesetzt. Aber ich hatte noch einige Schulstunden unterzubringen. Und das unten am Hafen zu tun, war mir schon recht. Beim Anblick der Schiffe tat ich mir unendlich leid. Das war Leben. Die da an Bord lebten wirklich. Die See warf sie umher, der Wind wehte oder der Regen goss auf sie herab. Und was es dergleichen Zeug noch sonst gibt, das man sich als Junge so vorstellt, wenn man in der Schule in der Klemme sitzt. Immerhin, die Schnapsbude oder Hennels sein Laden, wie der Junge die Hafenkneipe genannt hatte, gab es wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben betrat ich eine Hafenkneipe. Ich fühlte mich natürlich unsicher. Aber keiner dieser Männer beachtete mich auch nur mit einem Blick. Womit kann ich dienen? Frisco Kid, kennen Sie den? Da hinten sitzt er. Ja, ja, da hinten sitzt er. Ich werde doch meine Stammgäste kennen. Danke. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Während ich mich vor dem Unterricht drückte, saß er über einem dicken alten Lexikon und paukte sich Kenntnisse an. Das haut mich aber um. Komm, setz dich. Irgendeiner hat mir gesagt, dass du manchmal hier bist. Ich hab schon gedacht, du bist gar nicht hier. Was liest du denn da? Du, sag mal, glaubst du das, was sie da drin schreiben? Dass es noch mehr Sonnen gibt, nicht nur die eine, die wir sehen? Und noch mehr Erden? Vielleicht 1 Milliarde Sonnen und Erden? Glaubst du das? Na sag schon, du musst es doch wissen. Ihr lernt doch sowas da oben bei euch. Das Ding ist verdammt alt. Vielleicht stimmt das Zeug gar nicht mehr, was da drin steht. Und Johnny hat zwar gesagt, es stimmt, aber was weiß der schon, der ist auch nie richtig zur Schule gegangen. Und es war dasselbe Lexikon, das ich 20 Jahre später in einer Kajüte des Robbenfängers Ghost finden sollte. Ich sehe schon, du weißt auch nicht viel mehr als Johnny. Ihr da oben auf eurem Berg braucht ja auch nichts zu wissen. Ihr habt die Taschen voller Geld. Sag mal, hast du schon mal Hunger gehabt? Richtig Hunger, ohne dass irgendwas zu essen da war? Nein. Na siehst du, ich glaube, ich war 8. Da kam ein kleines Mädchen, das hat einen Kantenbrot gehabt, einen trockenen Kantenbrot. Ohne Speck drauf, ohne Wurst drauf. Einer, der nichts im Bauch hat, ist ganz schön scharf auf den trockenen Kanten. Und so einer war ich. Ich habe ihr den Kanten weggenommen und aufgefressen. Sie hat da gestanden und losgeblärt. Aber ich hatte den Bauch voll. Hey! Hey, Johnny! Noch einen Schnaps für... Wie heißt er eigentlich? Joe. Joe. Das ist wenigstens ein Name, den man sich merken kann. Die Sache mit dem kleinen Mädchen ging mir nicht so richtig auf. Ich hatte nie Hunger gehabt. Mir fehlte jedes Verständnis für diese Frage. Vielmehr beschäftigte mich etwas anderes. Und das ganze Buch lernst du auswendig? Das ganze Buch? Ach was, ich lese das nur. Jetzt bin ich bei P. Hier, Paradoxon. Weißt du, was das ist? Das ist, wenn etwas so aussieht, als wäre es das Gegenteil von sich selber. Hier steht's. Paradoxon. Die überspitzte, der Form nach widersinnige Formulierung eines Gedankens. Bisschen umständlich, wie die das ausdrücken. Aber wenn du nachdenkst, kapierst du schon. Ich habe mir ausgerechnet, wenn ich pro Tag eine Sache kapiere, ist das in 10 Tagen schon 10-mal so viel. Im Augenblick habe ich einen Schnitt von 7 Sachen, die ich mir pro Tag in den Kopf reinramme. Das macht im Jahr 2555. Habt ihr auch einen mitgebracht? Und warum machst du... Morgen früh 3 Körbe Austern, ja? Ja, ist gut. Und warum machst du das? Mensch, du hast aber auch ein ziemliches Brett vor dem Kopf. Weil ich hochkommen will. Trockenes Brot. Trockenen Kantenbrot. Nee, das ist nichts. Wurst muss drauf sein, Speck muss drauf sein. Und nicht zu knapp. Kein leerer Bauch mehr. Kapiert? Ist ja auch leicht zu kapieren. Wie findest du den? Prima. So einen brauchen wir für dich. Ich hab doch nicht genug Geld bei mir. Geld. Mit Geld kann's jeder. Ohne Geld. Ohne, das ist der Witz. Komm, Joe, du wirst schon sehen. Frisco Kids Methode war überraschend simpel.
Es kam darauf an, einfach einem Passanten den geeigneten Hut vom Kopf zu nehmen und wegzurennen. Deckel ist Deckel. Ach was, nicht die Nerven. Ich war nervös, aber Kit blieb so kühl wie ein Eisberg. Ich hätte jeden beliebigen Deckel genommen. Ja, tatsächlich. Als ich den Hut sah, wusste ich, dass es keinen anderen für mich gab. In ganz San Francisco nicht. Ein Haupttreffer. Er passte, als wäre er für mich gekauft. Ich war vor Stolz förmlich geschwollen, dass sie uns nicht erwischten. Da hinten liegt mein Schiff. Da hinten die Ressel-Dessel. Dein Schiff? Ja, mach's gut. Das verstand ich nicht. Sein Schiff? War das nur eine Redensart oder meinte er das wirklich? Die Frage ging wie so manches andere über mein damaliges Fassungsvermögen. Doch ich will schon jetzt vorwegnehmen, er war schon damals mit 16 Jahren Miteigner eines Schiffes, Miteigner dieser Ressel-Dessel, auf der er dann verschwand. Als ich nach Hause kam, beschlich mich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Hut stimmte nicht. Nicht, dass mein Vater keine Hüte getragen hätte, nur stahl er sie nicht, er kaufte sie. Unwillkürlich schob sich mir jene Zeit wieder in die Erinnerung. Ach, so sehr weit schien er gar nicht zurückzuliegen, jener Spätsommer vor 20 Jahren. Vor allem aber erinnere ich mich so genau an jenen Nachmittag, weil mein Vater mir nach dem Essen mitgeteilt hatte, dass ich ziemlich schief gewickelt wäre, wenn ich annehmen würde, die Welt sei ein Spielplatz. Ganz im Gegenteil, sie wäre eine Welt voll harter Arbeit und derber Nackenschläge. Offenbar habe ich die Absicht, mich vor beidem zu drücken, vor allem vor der Arbeit. Nun, die Nackenschläge kämen von alleine, so bräuchte er mir nur die Arbeit beizubringen. Zu diesem Zweck habe er entschieden, dass ich als Lehrling in Philbys Kontor eintrete und den Handel mit überseeischen Produkten erlerne. Überseeische Produkte seien etwas, was meinem romantischen Hang nach fernen exotischen Welten voller Abenteuer stark entgegenkäme, ohne dass ich mir die Mühe machen müsste, mich von meinem Kontorsessel zu erheben. Kurz, ich wollte meinem Vater beweisen, dass ich allein zurechtkam. Eines Tages werde ich zurückkehren, schrieb ich. Und dann werdet ihr alle stolz auf mich sein. Lebt wohl, Papa, Mama und Bessie. Frisco Kid wartete im alten Gewächshaus auf mich. Er wusste nicht, was ich vorhatte. Sein vollständiger Name Wolf Larsen kam mir damals nie zu Ohren. Alle Welt nannte ihn Frisco Kid. Wir hatten uns ziemlich oft gesehen. Ich musste ihm aus der Bibliothek meines Vaters heranschaffen, was ich nur greifen konnte. Er verschlang alles so, wie es mir an die Hand kam. Was schleppst du denn mit dir herum? Meine Sachen. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe mit dir auf die Ressel-Dessel. Du willst von zu Hause abhauen? Aus deiner Feinbude abhauen? Hör mal zu, mir ist das wurscht, ob du mich mitnimmst auf deinen Kahn. Ich komme auch ohne dich weiter. Hab nur gedacht, weil du doch gesagt hast, du bist mein Freund. Na schön. Gehen wir. Was Frisco Kid unter Freundschaft verstand, das sollte ich erst später so richtig erfahren. Aber dieses Wort, einmal von ihm ausgesprochen bei irgendeiner Gelegenheit, veränderte für eine ganze Weile mein Leben. Was er eigentlich wirklich trieb, ahnte ich nur dunkel. Er war nicht gerade mitteilsam. In Bruchstücken hatte ich mitbekommen, dass er früher nur Hunger und Elend gekannt hatte. Mit 7 stahl er einem kleinen Mädchen das Brot vom Munde weg und er hätte seine Seele für einen Teller Suppe verkauft. Mit 8 Jahren bekam er sein erstes Hemd, auf das er so stolz war, dass er keine Jacke darüber tragen wollte, damit es alle Leute sehen konnten. Mit 10 stand er um 3 Uhr früh auf, um sich ein paar Cent durch Zeitungsverkauf zu verdienen. Der Hunger hatte seine frühen Jahre bestimmt. Jetzt war das offenbar anders geworden. Ich befand mich zum ersten Mal an Bord der Ressel-Dessel, wenn ich auch ziemlich gut aus Kids Erzählungen über sie Bescheid wusste. Steck die Kanone weg. Was ist das für einer? Freund von mir. Setz dich. Da war es wieder, dieses verhängnisvolle Wort, das mich dazu gebracht hatte, meine behütete Welt zu verlassen. Im Grunde wusste ich damals so gut wie nichts von ihm. Er hatte mir erzählt, dass er mit diesem Pete zusammen zu gleichen Teilen Eigner des Kutters war. Mit 16 Jahren Miteigner eines Kutters. Das ging damals weit über meine Vorstellungskraft. Auch, dass er nie ein Spielzeug besessen hatte. Aber eins war mir schnell klar geworden. Dieser Pete hatte nur eine Hand. Er brauchte Frisco Kid. Der ersetzte ihm die fehlende Hand. Erst viel später habe ich begreifen gelernt, warum er schon als Kind Alkohol trank. Was soll denn der hier?
Nur so. Er trank, weil das Trinken der schnellste Weg war, um als Mann zu gelten. Um Zugang zu jener zwielichtigen Männerwelt zu finden, in der man eben trank, um wer zu sein. Während ich mich in die Koje legte, holte er sich eines der Bücher, die ich ihm aus der Bibliothek meines Vaters angeschleppt hatte. Ich erinnere mich noch heute genau an den Titel, weil ich es mir damals nicht vorstellen konnte, dass man sich freiwillig mit derartigen Dingen beschäftigte. Es war die Grundlehre der Astronomie, dargestellt von John William C. Musselwhite. Noch am Morgen war ich ein Schuljunge gewesen. Jetzt gehörte ich zur Mannschaft der Resseldessel. Diese Veränderung erfüllte mich mit großer Genugtuung. Aber was trieb die Resseldessel eigentlich? Kit hatte mir nie eine Antwort darauf gegeben. Und warum sollte die Nacht so kurz sein? Hey, Pete, aufstehen, wir müssen los. Wie lange willst du noch pennen? Aha, ihr habt einen Passagier an Bord, ne? Der gehört dazu. Ist ein Freund von Kit. Kommt nicht in Frage. So ein kleines Würstchen. Vielleicht noch teilen mit sowas, das fehlt noch. Er soll lieber nach Hause zu Mami gehen. Kümmert euch um euren eigenen Dreck. Zu fünf schaffen wir mehr. Ach was, mehr als die Boote voll machen können wir nicht. Und dazu reichen wir vier. Na hört ihr jetzt. Ihr seid viel zu früh. Hab ich's doch gewusst. Euer Wecker geht nach, nicht das erste Mal. Ja, wirklich, ihr könnt euch mal einen neuen anschaffen. Wenn Piet nicht so knickrig wäre und einen halben Dollar mehr anlegen würde, dann hättet ihr einen Wecker, auf den ihr euch verlassen könnt. Der Wecker schien ihnen wichtiger zu sein als die Frage, ob ich nun mit sollte oder nicht. Und als es schließlich losging, hatte ich immer noch keine Ahnung, was wir eigentlich vorhatten. Dass es nichts war, was man an die große Glocke hängt, war mir schon klar. Pass ja auf, dass dein feiner Freund keinen Mist baut. Geht schon klar. Kannst du pullen? Ja, denke schon. Na dann los! Ich wusste überhaupt nicht, wo wir uns befanden. Der Nebel ließ keine Orientierung zu. In der Ferne gingen ein paar Raketen hoch. Ich vermutete, dass dort die Schifffahrtsroute verlief. Als es um nichts weiter als rostigen Schrott ging, ernüchterte mich sehr. Ich hatte ein aufregendes Abenteuer erwartet, mit dem ich bei meinen Freunden mächtig angeben konnte und keinen schäbigen Diebstahl. Die Bullen! Die Bullen kommen! Los, schnell weg! Und wahrscheinlich schossen sie nur in die Luft, um das Polizeiboot zu alarmieren. Jedenfalls fuhr mir die Ballerei mächtig in die Glieder und ich möchte beschwören, dass ich als Erster wieder im Boot saß. Bevor noch ein Polizeiboot zur Stelle war, erreichten wir die Resseldessel und verdrückten uns in das öde Marschland von St. Joaquin. Alles war gut gegangen, aber die Sache steckte mir in den Knochen. Ich wollte von dem Schiff runter, aber ich traute mich nicht, Frisco Kid die Wahrheit zu sagen. Die Gelegenheit war günstig. Ich wartete eine halbe Stunde, bis ich sicher sein konnte, dass Frisco Kid schlief. Von Pete hatte ich wenig zu befürchten. Er lag stockbetrunken in seiner Koje. Auf der Resseldessel rührte sich nichts. Sie hatten nichts gemerkt. Ich fühlte mich schon sicher. Aus der Sache war ich raus, meinte ich. Ach, dass du wegkommst, aber schnell! Was hast du hier zu suchen? Verschwinde! Ich will an Land! Hast du nicht gehört, du sollst verschwinden? Sonst helfe ich ein bisschen nach! Ich muss aber an Land, das ist wirklich sehr wichtig! Hier kannst du nicht an Land, hast du die Schilder nicht gelesen? Mach, dass du wegkommst! Hier sind keine Schilder! Aber am Ostufer sind genug! Ich will ja hier ans Ufer, nicht ans Ostufer. Hier sind keine Schilder. Hier bin ich ja auch und ich sage es dir. Das hier ist eine Pockenstation, die ganze Insel. Hier kommen die, die aus China kommen, in Quarantäne. Hat dich der Quarantänearzt vielleicht hergeschickt? Jetzt bleibt dir die Spucke weg, was? Ja, sie blieb mir weg. Wo sollte ich jetzt hin? Auf einmal war das Meer so groß und das Boot so klein. Zurück auf dein Schiff! Ich saß in einer blödsinnigen Zwickmühle. Ringsum die Ufer waren trügerisches Sumpfland. So wählte ich von zwei Übeln das kleinere. Wenigstens kam es mir so vor. Keiner war an Deck. Ich atmete auf. Mein kleiner Ausflug hatte gar nicht stattgefunden. Joe, komm mal runter. Er meinte, du bist getürmt, weil du uns verpfeifen wolltest. Er hat den Kopf zur Luke rausgesteckt. An Deck hat er sich nicht getraut, die Fährgenoss. Meinst du vielleicht, ich stelle meine Figur so einen staatlichen Wachbullen direkt vor die Flinte? Hm. Die Kerle haben da nichts zu tun. Das haben die doch gern, mal so eine kleine Abwechslung. Was hast du von dem gewollt? Nichts. Hast du gehört? Nichts, sagt er. Du willst den ganzen Weg zum Wachbullen hingerudert sein, um nichts von ihm zu wollen? Hm? Joe! Mach dir nichts draus.
Der Kerl ist total besoffen. Ich habe schon gesagt, dass du viel zu edel bist, um irgendjemand zu verpfeifen. Es war mir nicht entgangen, wie er das sagte. Edel, so wie dämlich. Ich fühlte mich getroffen, beiseite geschoben. Kid, du glaubst doch nicht. Du meinst doch nicht. Ich habe dir ja schon gesagt, was ich meine. Ich sag immer ziemlich genau, was ich meine. Ich finde, du passt vielleicht doch nicht so ganz auf den Kahn. Reden wir nicht lange. Morgen fahre ich dich rüber nach Auckland. Von da ist nur noch ein Sprung bis zu dir nach Hause. Kid. So einfach ist das. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und schon bist du zu Hause. Kid, ich... Vor einer Stunde hatte ich nur den einen Wunsch gekannt, schnellstens wieder nach Hause zu kommen. Jetzt fand ich es unerträglich, einfach so abgeschoben zu werden. Und heute frage ich mich, ob er mich damals nur so behandelt hat, damit ich nach seiner Pfeife tanzte. Schmeiß doch die Ratte einfach über Bord. Er paddelt sich schon irgendwie durch. Und wenn nicht, auch nicht die Welt. Ich weiß, warum du abhauen wolltest. Du hast die Hose voll gehabt. Bis oben hin voll. Das bisschen Schrottkorn hat dich umgeschmissen. Stimmt's? Ja. Wenn du bei sowas schon schlapp machst, wie willst du dann durchhalten, wenn's noch dicker kommt? Wie meinst du das? Was meinst du, wie Pete seine Hand verloren hat? So ein Reikeso, wie der ist. Bin ich nicht. Ich weiß Bescheid. Dynamitfischen und so. Erstklassig gemacht, Herr Doktor. Hat auch einen Batzen gekostet. Da kannst du aber suchen von hier bis Sacramento. So einen schönen Stummel hat nicht noch einer. Kannst du dir ruhig angucken. Grüppel haben's gerne, wenn man ihre Stümpfe besieht. Überleg dir, wie du's haben willst. Du kannst bleiben, du kannst gehen. Keiner hält dich. Ich blieb. Heute weiß ich auch warum. In meinem Elternhaus war ich von allem Harten und Hässlichen ferngehalten worden. Aber er bot mir das Hässliche, er erschreckte mich, er machte mir Angst. Und da ich keine Angst haben wollte, blieb ich. Ich wollte ihm zeigen, aber noch mehr wollte ich es mir selbst zeigen, dass ich nicht feige war. Durch die Explosion des Dynamits werden nicht nur Fische getötet, die dann tot auf der Oberfläche treiben, es wird auch die Brut vernichtet. Ganze Fischgründe sterben aus. Diese Raubfischerei hatte damals so überhand genommen, dass die Polizei Fischpatrouillen einsetzte. Das Dynamit war das eine Risiko bei dieser Art von Fischerei, die Fischpatrouillen das andere. Leg den Schwengel nicht aufs Dynamit. Denkst du, ich will in die Luft fliegen? Mir passiert nichts. Ich kriege die Bullen nicht und auch nicht das Dynamit. Ein Stück von dir hat's aber schon gekriegt. Ja, aber nur ein Stück, ein ganz kleines Stückchen. Naja, aber sonst ist alles dran. Was für ein Mensch war das, dieser Pete? Er zündete eine Dynamitladung an, als ob sie eine Zigarre wäre. Und seinen Körper betrachtete er als Einsatz in einem heiteren Spiel, im Spiel mit dem Dynamit. Als ob er über seinen verstümmelten Arm ein vertrautes Verhältnis zum Dynamit gewonnen hätte. Warte, erst mal sehen, ob noch was kommt. Das weiß man vorher nie, ob er nicht wieder so einen Anfall kann. Was für ein Anfall? Manchmal ist wochenlang nichts, aber dann hat sie ihn auf einmal. Was für ein Anfall! Na, Kid, soll ich mal wieder ein Angebot machen? Soll ich? Na, Kid? Ja, will ich. Vince, lass doch den Quatsch! Der Kerl ist verrückt! Der räudige, mottenzerfressene Köter ist verrückt! Wir müssen hier weg, an hier hin, Joe! Wenn er betrunken war, konnte es passieren, dass er die Zündschnur einer Dynamitstange anzündete und das Ganze über seinen Kopf in die Luft warf. Das nannte er seinem Schicksal ein Angebot machen. Natürlich explodiert das Ding immer oben in der Luft und es passiert ihm nichts. Bis jetzt. Aber ebenso gut konnte es anders kommen. Ja. Ob ich da oben noch so gut angeschrieben bin, ja? Alter Spinner, du schmeißt das Ding weg! Ich hab mein Angebot gemacht! Und will mich nicht! Scheiße! Pete hatte das Spiel verloren. Und wir die Resseldessel. Wir besaßen zusammen 70 Cent und das Boot. Das Geld setzten wir in Zwieback, Büchsenfleisch und ein 10 Cent Glas französischen Senf um. Wir waren damals wild auf französischen Senf. In Port Costa verkauften wir das Boot. Davon konnten wir eine Weile leben. Dann meldete sich wieder der Hunger. Wir würden schon was aufgabeln, meinte Kit. Ich wusste zwar nicht wie, verließ mich aber ganz auf ihn. Wie ein Hund mit seinem Herrn, so zottelte ich mit ihm durchs Land. Hi. Hi. Kennt ihr euch hier in der Gegend aus? Das ist eine Frage, was?
Wir wollen ein paar Dollar verdienen. Gibt's hier rum? Arbeiten wollt ihr? Job? Was dagegen? Nein. Wieso denn? Irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Besser ihr macht das, als wenn wir das machen müssen. Habt ihr Hunger? Ja. Dann setzt euch doch her. Es waren Hobos, wie sie genannt wurden. Vagabunden des Schienenstrangs, die sich keine Fahrkarte leisten konnten, aber vom Wandertrieb befallen waren. Sie reisten als blinde Passagiere und lebten vom Bettel. Wir zogen los zum nächsten Wasserreservoir. Die Hobos am Bahndamm hatten uns erzählt, die Wasserreservoirs wären die besten Stellen, um einen Zug zu entern. Dort hielten die Züge an, damit die Lokomotiven Wasser tanken könnten. Sobald sie wieder anfuhren und bevor sie ihre volle Geschwindigkeit erreichten, wäre der richtige Augenblick. Siehst du den 5., 6. und 7. Wagen von vorn? Ja. Was fällt dir an denen auf? Die haben keine Tür, durch die man zum nächsten Wagen gehen kann. Richtig, deshalb heißen sie Blinde. Wenn du auf die Plattform von so einem Blinden aufspringst, kann keiner kommen und dich nach deiner Fahrkarte fragen. Jedenfalls nicht bis zur nächsten Station. Kit hatte sich ein paar Grundkenntnisse verschafft und gab sich Mühe, sie mir in konzentrierter Form beizubringen. Moment mal. Ganz so einfach ist das auch nicht. Da gibt's nämlich noch die Bremse. Wie bei allem, was er anpackte, ging er auch hier davon aus, dass man nur genügend Wissen zusammentragen und aufspeichern müsse, um aus den Niederungen des Daseins herauszukommen. Selbst wenn es wie hier nur um den Vorteil des kostenlosen Reisens ging. Erst wenn der Zug ein bestimmtes Tempo erreicht hat, springen sie von den Blinden ab und auf den nächsten normalen Wagen wieder rauf. Erst dann, wenn die Bremse abgesprungen sind, kannst du aufspringen. Verstehe. Ich fürchte, ich habe nur mit halbem Ohr zugehört. Denn ich sah die schmalen Trittbretter und die schweren, scharfen Räder. Sehr wohl war mir nicht zumute. Siehst du, da steigt dein Bremse auf den ersten Blinden rauf. Ich weiß noch, wie ungeheuer stolz ich war. Wir hatten es geschafft, während eine ganze Reihe erfahrener alter Hobos geschmissen worden war. So, bis zur nächsten Station sind wir erstmal sicher. Ein Tag war vorbei. Einer von allen meinen Tagen. Es kamen andere Tage. Und jeder Tag brachte mich weiter weg von dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Ich war jung und ich steckte meine Nase immer mehr nach vorne und gewann an Selbstvertrauen. In manchem gewann ich sogar schon Boden vor Frisco Kid. Meine Fähigkeit, Geschichten zu erfinden, erwies sich vor allem beim Essen beschaffen als äußerst nützlich. Ich konnte schon damals lügen, dass sich die Balken bogen und steinerne Herzen mit rührseligem Geschwafel zur Mildtätigkeit bewegen. Hallo! Hallo! Was ist los, verdammt nochmal! Guten Tag, Sir. Ich bin auf dem Weg zu meiner Schwester nach Kalifornien. Sie erwartet ein Kind und ihr Mann hat sich einen Fuß gebrochen. Meine Tante sagt, ich soll nicht zu ihr, aber ich hänge so verdammt an meiner Schwester. Beide sind tot. Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben und meine Mein Junge, ich glaube, du hast nur keine Lust zu arbeiten. Oh. Ich hatte tatsächlich keine Lust zu arbeiten. Du würdest auch nicht arbeiten, wenn du was finden würdest. Doch, doch, klar würde ich arbeiten. Ich habe erst gestern den ganzen Tag Steine geschleppt. Ich kenne euch, Brüder. Das Schlimmste an euch ist, dass ihr faul und unordentlich seid. Das sieht man euch doch schon an. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich bin ein anständiger Mensch. Alles, was ich habe, verdanke ich mir selber. Du könntest auch was aus dir machen, wenn du arbeiten würdest und ein anständiger Mensch wärst. Ich will ja ein anständiger Mensch sein. Wenn sie mir jetzt was zu essen geben, dann suche ich mir hinterher gleich eine richtige Arbeit. So? Da brauchst du nicht lange zu suchen. Hack die Kartoffeln hinterm Haus. Wenn du fertig bist, kriegst du was zu essen. Gut, ich hack die Kartoffeln. Aber ich habe jetzt Hunger, nicht erst nach dem Kartoffelhacken. Wenn sie mir jetzt etwas geben, kann ich hinterher viel besser arbeiten. Oh, ich kenne euch Brüder zu gut. Wenn ich dir jetzt was gebe, haust du ab wie ein geölter Blitz. Wie kann ich wissen, dass sie ein Hellseher sind? Hätte ich das gewusst, wäre ich erst gar nicht bei ihnen vorbeigekommen. Das scheint überhaupt eine Stadt voller Hellseher zu sein. Mach, dass du wegkommst, du frecher Lümmel, du! Pass auf, du! Komm! Zurück! Ja? Wo kommst du denn her? Ich, eigentlich von da oben. So, so, von da oben kommst du. Vom Himmel sozusagen auf die Erde herabgestiegen. Nur die Flügel verloren unterwegs, was? Das war in Rock Springs in Nevada. Dort konnte man zu jener Zeit wegen Landstreicherei und Bettlerei in die Steinbrüche geschickt werden. Und es half einem auch nicht, wenn man noch nicht erwachsen war. Natürlich verlangten auch sie eine Geschichte. Und die bekamen sie auch. Sie waren Landratten mitten im Festland. Was konnte ich also Besseres tun, als von der See sprechen? Du behauptest also, du bist ein englischer Schiffsjunge. Ja. Na, das werden wir schon rauskriegen. Ich überlegte angestrengt, was sie mir für eine Falle stellen konnten. Ich sollte es bald erfahren.
Auf welchem Schiff bist du denn gewesen? Im Glenmore. Glenmore? War ein Teufelsschiff. Der Captain war ein richtiger Satan. Der hat uns geprügelt, bis wir besinnungslos zusammenbrachen. Die Glenmore hatte ich einmal in San Francisco vor Anker liegen sehen. Wasser übergossen. Einen Matrosen hat er den Hain vorgeworfen. Erstaunlich, dass du noch lebst. Ich würde auch nicht mehr leben, wenn ich nicht weggelaufen wäre. Als die Glenmore in Montreal lag, bin ich abgehauen. Getunkt bist du in Montreal. Mhm. Der Kapitän der Glenmore wird mir verzeihen, dass ich seinen guten Namen derart angeschwärzt habe. Und was willst du jetzt hier in Nevada? Als Schiffsjunge hast du jedoch gar nichts verloren. Ich habe in Kalifornien eine verheiratete Schwester. Sie hat geschrieben, dass sie für mich sorgen will. Eine Schwester in Kalifornien? Ja, sie heißt Bessie. Wie lange warst du auf dem Schiff? So 4 Jahre. Oh, da hast du ja was gesehen von der Welt. Ach, eine ganze Menge, einen ganzen Haufen. Wo warst du überall? Mal da und mal da. Chinesisches Meer, Japan, Rangoon, Shanghai, Bombay, dann rüber nach Afrika, Kap der Guten Hoffnung, ja, Rio de Janeiro, Kap Horn. Danke, danke. Spar dir das auf. Du kannst doch genug erzählen. Es wird sich gleich zeigen, was an deiner Geschichte wahr ist. Ich wusste sofort, dass dieser goldene Ohrring kein Zigeunerschmuck war und dass nicht der Präriewind seine Haut zu Leder gegerbt hatte. Dieser alte Seebär konnte mein Lügengebäude zum Einsturz bringen. Bevor er mich etwas fragte, musste ich ihn fragen, wo er überall gewesen war, auf welchen Schiffen er gefahren war. Tag, Seemann, du kommst genau richtig, um einem Bruder aus der Patsche zu helfen. Du bist doch Seemann, oder? Ja, stimmt genau. Ich war jedenfalls mal einer. Ist jetzt 20 Jahre her. Wo bist du gefahren? Fast immer auf Handelsschiffen. Die meisten sind Franzosen gewesen. Viel hinter Indien. Warst du auch auf englischen Pütten? Nur einmal. Wann war das? Halt den Mund! Du bist jetzt still. Nicht du bist es, der hier die Fragen stellt. Kötsch ihn ordentlich aus, Bill. Ja, bist du schon mal Rangoon angelaufen? Wir mussten da den Steuermann an Land schicken. Aha. Und wie ist das, Rangoon? Ja, wie es so ist, nicht? Hat ziemlich stark geregnet, als wir da waren. Hast du keinen Landurlaub gehabt? Klar, 3 von uns Kajütjungen waren zusammen in der Stadt. Erinnerst du dich an den großen Tempel? Tempel? Der ganz große, oben auf der Treppe. Sollte ich ja sagen, dann hätte ich ihn sicher bescheiden müssen. Und man sieht ihn schon vom Hafen aus. Man braucht nicht mal Landurlaub, um ihn zu sehen. Er ist nicht vom Hafen aus zu sehen. Von der Stadt aus nicht und von der Treppe nicht. Weil gar kein Tempel da ist. Ich habe ihn ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Wann war das? Im Sommer 73. Aber der ist doch bei dem großen Erdbeben zerstört worden. Zerstört? Schade. Die Treppe ist noch da. Man kann sie vom Hafen aus sehen. Aber was ist schon so eine Treppe ohne Tempel drauf? Und erinnerst du dich an die kleine Insel, rechts neben der Hafeneinfahrt? Gibt es nicht bei jeder Hafeneinfahrt eine kleine Insel? Notfalls konnte ich aus rechts noch links machen. Die ist weg, 12 Faden Wasser, wo sie war. Kennst du das Zollgebäude in Bombay? Bis auf den Grund abgebrannt. Ich geriet geradezu in eine Zerstörungswut. Kennst du diesen Jim Barry? Tot. Kennst du Bill Harper in Shanghai? Ja. Klar kennst du den. Der ist doch seit 40 Jahren da. Ja, 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 der alte Billy Harper. Na klar kenne ich den. Und das war ein wahres Wunder. Denn Billy Harper war frei erfunden. Also, wenn der Junge die Nase nicht in den Seewind gesteckt hat, dann hat meine Haut auch nie nach Salz geschmeckt. Der ist schon in Ordnung. Lass ihn laufen. So, mein Junge. Du kannst von Glück sagen, dass wir einen echten Seemann hier hatten. So, und nun mach, dass du hier verschwindest. Halt, 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 halt. Nicht so schnell. Warte mal. Sowas kriege ich jeden Tag mit. Siehst du, du musst eben sehen, dass du auch bald heiratest. Und mach's gut. Zu dem verschlafenen Nest gehörte ein verschlafener Bahnhof. Unter Hobos galt es als ausgemacht, dass man sich am Wasserreservoir traf, wenn man sich verloren hatte oder auseinandergebracht worden war. Ich habe schon gedacht, die schicken dich in die Steinbrüche. Ach was, die Hucke habe ich denen vollgelogen. Zum Schluss haben die mir noch ein Futterpaket in die Hand gedrückt, nur damit ich still bin und abhau. Lass sehen. Das größte Futterpaket, was ich je gesehen habe. Wir hatten eine tiefe Abscheu vor Kuchen. Überall drehte man uns trockenen Kuchen an, die Reste vom letzten Sonntag. Aber hier waren wir geradezu in eine Schwemme von Kuchen geraten. Kein Butterbrot mit Fleischstücken, nichts Festes zwischen den Zähnen, nichts als trockener, krümeliger Kuchen. Als ich Jahre später auf einer Vortragsreise in einem Pullman-Express und mit bezahlter Fahrkarte durch Rock Springs kam, sah hier alles so unverändert aus, dass ich mich unwillkürlich fragte, ob die Backorgien der Polizistenfrau noch andauerten. Und was machen wir jetzt? Raus aus dem Kaff. Und wohin? Egal. Weg hier. Und wenn wir raus sind, was dann? Dann sind wir woanders. Und was machen wir da?
Das wird sich schon finden. So war das immer. Er lebte in den Tag hinein. Pläne machte er nicht. Und wenn, dann war unser Ziel ungenau, ungreifbar. Wir können ja versuchen, Jack Skysegel einzuholen. Wen? Na, Skysegel. Skysegel war eine Art König der Vagabunden. Einer erzählt, dass er in Springfield aufgetaucht sein soll. Überall an den Pfeilern der Wasserbehälter fand man seinen Namen eingeschnitzt. Jack Skysegel. An diesem Pfeiler hatte er die Mitteilung hinterlassen, dass er Rock Springs auf dem Weg nach Westen am 15. Juni passiert hatte. So jagten wir hinter Skysegel her, mehr als 3000 Meilen, ohne ihn auch nur ein einziges Mal zu erblicken. Immer wieder fanden wir den Hinweis, dass er uns zwei mitunter einen Tag voraus war. Ja, einmal sogar nur Stunden. Aber er selbst blieb geisterhaft und unsichtbar, Tag und Nacht unterwegs, vorwärts getrieben von dem mächtigen Instinkt der Rastlosigkeit. Die Suche nach Skysegel wurde zur Besessenheit bei Frisco Kid. Die Verlockung des Ungewissen hatte ihn gepackt. Der Reiz, sich mit dem Stärkeren und Unerreichbaren zu messen. Doch dann geschah etwas, was die verrückte, maßlose Suche nach Skysegel Jack in ein eigenartiges Licht rückte. Die Strecke ist gesperrt, da muss ja irgendwas passiert sein. Komm. Ein Bremser war tot. Auch ein Vagabund war umgekommen. Dass das Zugpersonal nicht immer vor Gewalttätigkeit zurückschreckte, wussten alle Hobos. Hin und schienen Bremser und Vagabund aneinander geraten und beide im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke geblieben zu sein. Wir hatten Skysegel Jack eingeholt. Er war am Ende seiner ruhelosen Reise angekommen. Da wir keine Aussicht hatten, mit dem Zug weiterzukommen, gingen wir zum nächsten Ort, nach Rawlings. Es war früh, erst 5 Uhr früh. Und vor 8 konnten wir nicht anfangen, für das Frühstück zu arbeiten. Und Vagabundenlämmer. Hä? Junge Hobos. Treiben sich hier rum, genau wie wir. Der Mann war groß und stark, aber er konnte seinen Gegner nicht fassen. Der hatte zu viele Arme und war überall. Sie wollten ihn nicht umbringen, sie wollten ihn nur ausplündern. Bist du verrückt geworden? Wir machen Kleinholz aus dir. Zieh ihn aus! Was willst du damit? Die Dinger sind noch ganz gut im Schuss. Beim Trödler kriegen wir dafür einen halben Dollar. Nun brauchen wir nicht so viel fürs Frühstück zu arbeiten. Bring sie wieder hin. Was soll ich sie wieder hinbringen? Warum? Du hast ja keine Ahnung. Du meinst, die Welt geht gleich unter wegen sowas. Wegen sowas nicht, sage ich dir. Und die Ohrfeige, die du mir verpasst hast. Ich habe oft Prügel von meinem Stiefvater gekriegt, wenn er betrunken nach Hause kam und Geld von meiner Mutter wollte. Für noch mehr Schnaps. Aber eines Tages war ich 11 und stark genug und konnte zurückschlagen. Da hat er mir eine Flasche Bier auf den Kopf gehauen. Und damals habe ich mir geschworen, wenn geprügelt wird, bist du bei denen, die prügeln und nicht bei denen, die Prügel kriegen. Klar? Ja. Ich sag das nur, damit du Bescheid weißt. Fürs nächste Mal. Warum hast du eigentlich nicht zurückgeschlagen? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Tja, weil du mein Freund bist. Warum bist du das? Weil ich Vorteile von dir habe. Vorteile? Ja, du hast mehr gelesen und du weißt mehr und du benimmst dich anders. Du kannst eine ganze Menge Sachen, die man brauchen kann, wenn man hochkommen will. Du bist ein schäbiger Hund. Schäbig? Ich mach mir nur nichts vor. Und wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, dass es bei dir auch nicht anders ist. Du willst was von mir, deshalb bin ich dein Freund. Du hast lernen wollen, wie man Züge ändert. Wie man sich ohne Geld durchschlägt. Ja, und wie man... Tja, wie ich lebe. Ist das vielleicht nicht so? Nein. Doch, doch, so ist es. Ich glaube nicht, dass die Menschen viel taugen. Die Reichen nicht und die Armen nicht. Jeder sucht seinen Vorteil. Selbst wenn er in den Himmel will. Der da sprach, war beinahe schon Wolf Larsen. Sicher, mein Vater hätte mir nie eine Bierflasche über den Kopf gehauen. Aber das konnte nicht die ganze Ursache seiner Entwicklung sein.
Ein Schwede hatte sich uns angeschlossen. Ein großer, sympathischer Bursche. Er war immer gut gelaunt. Und was wir besonders an ihm schätzten, war die Anziehungskraft, die er auf Hühner ausübte. Sie liefen ihm geradezu nach. Ich weiß noch, dass ich da oben auf dem Waggondach immer das Gefühl hatte, einen ganz bevorzugten Platz zu besitzen, wenn es nicht gerade kalt war oder regnete. Alle, die nicht auf diese Weise reisten, waren zu bedauern. Ich saß auf einem Aussichtsturm und Amerika fuhr an mir vorbei. Das Fahren unter dem Wagen war die Spezialität der Schweden. In der Sprache der Hobos heißt es auf den Stangen reiten. Es hat den Vorteil, dass die Bremser einen dort selten suchen. Aber es ist gefährlich. Die Züge fahren oft 20 Stunden ohne anzuhalten. Wenn man dann müde wird und einschläft und herunterfällt, ist es aus. Aber es gibt noch eine andere Gefahr. Der Bremser hatte ein schweres Eisen an einer Schnur unter den Wagen gelassen. Durch den Aufprall auf die Schwellen wird es hochgeschleudert und schlägt gegen den Wagenboden. Der Bremser lässt die Schnur mal kürzer und mal länger, hält sie mal links und mal rechts. So kann er den ganzen Wagenboden abklopfen. Hörst du das? Der Bremser lässt Eisen tanzen. Der Bremser! So, jetzt habe ich euch erraten. Du hast ihn umgebracht. Ach. Er hatte einen Menschen getötet und legte sich hin und schlief. Ich konnte es nicht fassen. Meine ganze Jugend war gegen alles Harte und Hässliche abgeschirmt gewesen. Ich hatte immer nur Bücher gelesen, in denen Aufrichtigkeit und Anständigkeit die vornehmsten Tugenden waren. Die Wirklichkeit, die mir damals zum ersten Mal entgegentrat, zeigte mir ein ganz anderes Bild. Sie werden sich fragen, wie wir damals auseinanderkamen, wie wir uns aus den Augen verloren. Nun, das war sehr einfach. Er ging weiter und ich blieb zurück. Wir hatten einfach nicht mehr denselben Weg.